In diesem Video geht es um eine besondere Form von Literatur, die Lügengeschichte. Sie gehört wie das Märchen, die Sage, die Fabel zu den erzählenden Texten zur Prosa. Damit ihr solche Lügengeschichten selbst verfassen könnt, wollen wir in diesem Video die Merkmale dieser Gattung aufzeigen. Wir haben dazu ein berühmtes Beispiel ausgewählt. An ihm wollen wir erklären, welche Bausteine typisch sind für eine Lügengeschichte. Ausgewählt haben wir aus der Sammlung Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, eine Jagdgeschichte. Aber Moment, wer war dieser Freiherr von Münchhausen überhaupt? Nun, er war ein Baron, der von 1720 bis 1797 im Kurfürstentum Braunschweig lebte. Er lebte also im Jahrhundert der Aufklärung, in einer Zeit, in der man besonders an die Vernunft, an den Zweifel und den kritischen Geist glaubte. Das scheint für eine Lügengeschichte ja nicht ganz unwichtig. Nun, dieser Freiherr von Münchhausen kämpfte als Soldat und Rittmeister in Polen, Lettland und Finnland. Berühmt wurde er dafür, dass er auf seinem Schloss im Kreise seiner Freunde erstaunliche Geschichten erzählte. Dabei bediente er sich einer Erzählform, die als Lügengeschichte ihre Wurzeln vor über 2000 Jahren in der Antike hatte. Das Erstaunliche an der Entstehung von Münchhausens Lügengeschichten war aber, dass er sie selbst nie veröffentlichte. Das taten andere, ohne ihn zu fragen. Die ersten drei seiner Erzählungen wurden 1761 unerlaubt herausgegeben. 24 Jahre später erschien in englischer Sprache in London sogar ein ganzes Buch mit Reiseabenteuern unter Münchhausens Namen. Dieses Buch wurde von Gottfried August Bürger ins Deutsche zurückübersetzt und erweitert. Aus diesem Buch stammt der folgende Text. Sie haben unstreitig, meine Herren, von dem Heiligen und Schutzpatron der Weidmänner und Schützen, St. Hubert, nicht minder auch von dem stattlichen Hirsche gehört, der ihm einst im Walde aufstieß und welcher das heilige Kreuz zwischen seinem Geweihe trug. Doch nun lassen Sie sich erzählen, was mir geschah und was ich mit meinen eigenen Augen sah. Einst, als ich alle mein Blei verschossen hatte, stieß mir ganz wieder mein Vermuten der stattlichste Hirsch von der Welt auf. Er blickte mir so mir nichts, dir nichts ins Auge, als ob er es auswendig gewusst hätte, dass mein Beutel leer war. Augenblicklich lud ich indessen meine Flinte mit Pulver und darüber her eine ganze Handvoll Kirschsteine, wovon ich, so hurtig sich das tun ließ, das Fleisch abgezogen hatte. Und so gab ich ihm die volle Ladung mitten auf seine Stirn zwischen das Geweih. Der Schuss betäubte ihn zwar, er taumelte, machte sich aber doch aus dem Staube. Ein oder zwei Jahre danach war ich in eben demselben Walde auf der Jagd, und siehe, zum Vorschein kam ein stattlicher Hirsch mit einem voll ausgewachsenen Kirschbaume mehr denn 10 Fuß hoch zwischen seinem Geweih. Mir fiel gleich mein voriges Abenteuer wieder ein. Ich betrachtete den Hirsch als mein längst wohl erworbenes Eigentum und legte ihn mit einem Schuss zu Boden, wodurch ich denn auf einmal an Braten und Kirschstunke zugleich geriet. Denn der Baum hing reichlich voll Früchte, die ich in meinem ganzen Leben so delikat nicht gegessen hatte. So sieht sie also aus, eine Lügengeschichte aus dem Kreise von Münchhausen. Genau genommen hält sich diese Geschichte an ein festes Muster. Und dieses Muster lässt sich in jeder der Lügengeschichten von Münchhausen wiederentdecken. Schauen wir also nochmals auf den Text. Zum Ersten beginnt der Text mit der Anrede seiner Zuhörer. Münchhausen spricht die Herren persönlich an. Das macht er in seinen Lügengeschichten immer wieder, oft auch mehrfach in einer Geschichte. Klar, er wünscht sich Aufmerksamkeit. Und noch eines muss an dieser Stelle erwähnt werden, es geht um eine Ungerechtigkeit, denn Frauen waren nicht Teil des Gesprächskreises, deshalb wurden immer nur die zuhörenden Männer angesprochen. Damit zum zweiten Punkt. Tatsächlich verweist Münchhausen schon mit dem ersten Satz auf eine berühmte Person aus der Welt der katholischen Kirche, auf einen Heiligen, gemeint ist der Schutzpatron aller Jäger, der Bischof von Lüttich, Hubertus. Münchhausen erinnert an eines der größten Wunder dieses Heiligen. Hubertus soll nämlich einem Hirsch mit einem Kreuz zwischen seinem Geweih begegnet sein.
was daran so wichtig ist? Nun, Münchhausen zitiert in seinen Lügengeschichten immer wieder bekannte Persönlichkeiten und vergleicht sich mit ihnen. Er verweist auf bekannte Namen und unglaubliche Wunder und versucht diese mit seinen Erzählungen zu toppen. So gibt es Lügengeschichten, in denen er sich mit Alexander dem Großen und Herkules oder St. Martin misst oder Shakespeare und berühmte Könige und Päpste zitiert. Zum Dritten wird mit dem zweiten Satz ein ganz wichtiges Merkmal der Lügengeschichte deutlich. Die Geschichte wird nämlich von einem Ich-Erzähler erzählt. Er ist zugleich der Held der erzählten Geschichte und ihr Zeuge. Indem die Geschichte so von einem Teilnehmer präsentiert wird, wird ihre Glaubwürdigkeit natürlich erhöht. Zum Vierten muss darauf hingewiesen werden, dass dieser Ich-Erzähler seine Lügengeschichten in der Vergangenheit, also im Präteritum oder im Plusquamperfekt, erzählt. Mit einer kleinen Ausnahme, in einigen wenigen Texten wechselt der Ich-Erzähler im Moment der allerhöchsten Spannung, aber nur da, ganz kurz ins Präsens. Das ist aber bei der hier ausgewählten Geschichte nicht der Fall. Erzählt wird mit jeder Lügengeschichte eine kurze Episode, ein einzelnes Erlebnis. Damit sind wir beim fünften Merkmal. In unserem Falle beginnt die eigentliche Handlung mit einer erstaunlichen, aber keineswegs unmöglichen Begegnung. Der Ich-Erzähler trifft auf einen großen Hirsch. Er lädt sein Gewehr, weil ihm Kugeln fehlen, mit Kirschkernen und schießt dann auf diesen Hirsch. Damit wird die Geschichte schon etwas unglaubwürdiger. Denn natürlich braucht Münchhausen einige Augenblicke, um die Kirschen herauszuholen, die Kerne abzulösen und mit ihnen das Gewehr zu laden. Hält ein Hirsch so lange still und wartet, dass auf ihn gezielt wird? Dann aber wird die Handlung wirklich zu einer Lüge, denn ein oder zwei Jahre später begegnet Münchhausen demselben Hirsch und aus den Kirschkernen ist auf der Stirn des Tieres ein ganzer Obstbaum mit Früchten erwachsen. Zwei Sachen sind an dieser Stelle wichtig. Zum einen wird genau genommen nicht eine Lüge aufgetischt, sondern mehrere Lügen hintereinander. Dass die Kirschkerne überhaupt den Hirsch getroffen und verletzt haben, ist schon schwer zu glauben. Aber dass sie auf der Stirn eines Tieres keimen, Wurzeln schlagen und gedeihen, ist absolut unmöglich. Und dass dann nach zwei Jahren ein Kirschbaum bereits voll ausgewachsen ist, erscheint unfassbar. Die Lüge dieser Geschichte ist also in Wirklichkeit ein Nacheinander von mehreren Unmöglichkeiten. Dabei geht es nicht darum, den Leser zu täuschen, sondern darum, ihn zu unterhalten, ihn mit irren Gedankenspielen zu amüsieren. Zum anderen ist es wichtig zu verstehen, dass Lügengeschichten nicht mit märchenhaften Figuren oder technischen Geräten versehen werden. Münchhausen erzählt nicht von Drachen, Hexen oder Zauberern und genauso erzählt er nicht von Flugzeugen oder UFOs. Lügen heißt bei ihm, die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu übergehen. Er kann auf einer Kanonenkugel fliegen. Er kann sich an die Mondsichel hängen und an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen. Aber wie erzählt Münchhausen diese Ereignisse? Damit sind wir beim sechsten Merkmal. Tatsächlich achtet Münchhausen auf Kleinigkeiten. In unserem Beispiel trägt der Kirschbaum beispielsweise gerade reife Früchte, sodass Münchhausen eine Bratensoße mit den Kirschen zubereiten und dann verspeisen kann. Und dann nutzt der Erzähler eine besondere Sprache, eine Sprache der Übertreibungen. Einerseits begegnet er in unserem Beispiel nicht einfach einem Hirsch, nein, er trifft, achtet einmal auf die Wortwahl und hier den Superlativ, auf den stattlichsten Hirsch von der Welt. Andererseits verwendet Münchhausen immer wieder auch Vergleiche. Beispielsweise erzählt er in einem späteren Seeabenteuer von einer Begegnung mit einem ungeheuren Walfisch, der groß wie ein Fels war. Das siebte und letzte Merkmal betrifft eine weitere Besonderheit der Erzählungen von Münchhausen. Denn immer wieder signalisiert er, dass seine Geschichten auf einer wahren Begebenheit fußen. Wie er das macht? Zum einen weist er direkt darauf hin. Schaut nur auf dieses Beispiel, ein Zitat aus einer anderen Lügengeschichte von Münchhausen. Leute, die mich nicht kennen, werden durch dergleichen handgreifliche Lügen in unserem zweifelsüchtigen Zeitalter leicht veranlasst, selbst in die Wahrheit meiner wirklichen Taten ein Misstrauen zu setzen, was einen Kavalier von Ehre im höchsten Grade kränkt. Oder aber, es werden Orte genannt, die es wirklich gibt. Münchhausen verweist beispielsweise in seinen Lügengeschichten auf bekannte Städte und Länder. Seine Geschichten spielen in Riga und Amsterdam, in Kairo und Braunschweig, in Polen und Nordamerika.
Daran lässt sich übrigens noch etwas erkennen, dass nämlich seine Lügengeschichten in Reiseabenteuer eingewoben sind. Soweit. Und nun können wir alles zusammenfassen und dies im Sinne einer Anleitung für eine Lügengeschichte. Wenn ihr eine solche schreiben müsst, braucht ihr zunächst eine knappe und passende Überschrift, in der am besten das Unmögliche rätselhaft dargestellt wird. Vielleicht so: Der nimmermüde Hase oder Wie mir Flügel wuchsen. Dann braucht es eine Einleitung, in der ihr aus der Ich-Perspektive darstellt, wo die folgende Episode spielt. Hier braucht es unbedingt den Namen einer bekannten Stadt oder Region, aber auch einen Hinweis auf die allgemeine Situation. Und dann folgt der Hauptteil, in dem ihr eine spannende Abfolge von Unmöglichkeiten entwickelt. Aber aufgepasst, ihr dürft nicht mit märchenhaften Figuren oder technischen Erfindungen spielen. So etwas kannte Münchhausen nicht. Es geht eher um die Nichteinhaltung der Naturgesetze. Wichtig ist zudem, dass ihr die Zuhörer direkt ansprecht und die Wahrheit eurer Erzählung beteuert. Nutzt ferner Übertreibungen und irre Vergleiche, um die Dramatik eurer Geschichte hervorzuheben. Übrigens, es lohnt sich auch, im Hauptteil eine wörtliche Rede zwischen den Figuren, also ein Gespräch, einzubauen. Naja, und am Ende braucht es auf jeden Fall ein heldenhaftes Überleben oder eine Trophäe oder eine direkte Frage an die Zuhörer. Und um noch ein letztes Wort zum Freiherr von Münchhausen zu sagen: Die Buchausgaben, die ohne seine Zustimmung verkauft wurden, machten ihn weltberühmt, brachten ihm jedoch auch den Ruf als Lügenbaron und Aufschneider ein und gaben ihn damit der Lächerlichkeit preis. Er selbst war darüber sehr unglücklich. Andere Erzähler von Lügengeschichten mussten diese Verletzung nicht erleben, etwa Till Eulenspiegel oder Schelmuski. Warum? Weil dies alles erfundene Gestalten waren. Aber vielleicht ist ja auch das irgendwie eine Lüge.